Hallo Osterfreunde, heute geht es darum, wie man mit Molotow-Markern ganz einfach Ostereier anmalen kann und natürlich ein Lettering draufschreiben kann. Ostereier kannst du ganz leicht mit Molotow-Markern verschönern. Mein Ostereier-Lettering sah wie folgt aus. Ich habe dafür weiße Eier genommen, aber du kannst auch braune Eier zuerst weißen oder direkt Farben auftragen. Zuerst habe ich die Eier hart gekocht, so lassen sie sich viel leichter handhaben und können sogar von ungeschickteren Menschen wie mir oder Kindern bemalt werden. Außerdem kann man hart gekochte Eier schön pellen und in Scheiben auf sein Brot legen. Und so mag ich Eier. Der erste Schritt ist Eier hart kochen. Damit du dir beim Ostereier-Lettering nicht die Pfoten verbrühst, lässt du die Eier am besten komplett abkühlen, bevor du anfängst. Der zweite Schritt, Stempel abdecken. Viele Eier haben einen quietschpinken Stempel mit der Herkunft und dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Damit das nicht so auffällt, habe ich direkt mit Weiß drüber gemalt. Das habe ich dann natürlich auch wieder trocknen lassen. Der dritte Schritt, Motiv ausdenken. Während die Eier abkühlen, denke ich mir ein Motiv aus. Dabei stelle ich mir folgende Fragen. Was will ich lettern? Wie viel Platz habe ich? Welche Farben habe ich? Und welche Farben möchte ich benutzen? Dann habe ich das Ostereier-Lettering auf Papier entworfen. Dabei habe ich festgestellt, dass so ein Ei größer ist, als ich angenommen habe. Außerdem ist es noch gekrümmt und hat so noch mehr Fläche. Der vierte Schritt, Ostereier-Lettering Hintergrund. Mit einem Bleistift mache ich mir eine grobe Skizze auf dem Ei. Ich teile mir hier drei Farbflächen ein und lettere den Spruch Happy Hop grob mit Schwarz auf die Schale. Dann bemale ich den Hintergrund mit meinen drei Molotow One for All 4mm Markern und ich habe mir hier Gelb, Orange und Lachsfarben genommen. Da die Acrylfarben sehr schnell trocknen, werden meine Finger auch kaum schmutzig dabei. Ein bisschen zwar schon, aber ich bin ja auch ein sehr ungeschickter Mensch. Zum Trocknen des Eis habe ich es in eine Rolle Washi-Tape gesteckt. Der fünfte Schritt ist das Ostereier-Lettering in Schwarz. Für das Lettering habe ich mir mein Molotow One for All Schwarz Metallic mit einer 2mm dicken Mine geholt. Damit mache ich eine Faux Calligraphy auf meinem Ei. Da es beim Lettering jetzt in die heiße Phase geht, lasse ich das Hop erst einmal komplett trocknen, bevor ich das zweite Wort beginne. Ich möchte einfach nicht, dass mir die Farben nochmal verwischen. Nachdem beide Wörter mit Schwarz gelettert sind, lasse ich beides noch einmal gut trocknen. Jetzt wäre es super ärgerlich, wenn man jetzt nochmal irgendwas verwischt. Im sechsten Schritt, Ostereier-Lettering, Verzierungen und Muster. Jetzt sind alle Farben gut getrocknet. Als nächstes nehme ich dann meine zwei dünnen weißen Molotow-Marker mit 1mm und 2mm Spitze. Mit dem 1mm Stift setze ich Glanzpunkte auf die Buchstaben. So bekommen wir den Effekt, dass die Buchstaben ein bisschen dick sind und so dem Licht an manchen Stellen näher sind. Das ist einfach ein kleiner Lettering-Effekt, den ich hier natürlich auf dem Ei auch ganz normal anwenden kann, wie auf Papier auch. Danach gehe ich mit dem 2mm Stift in das obere orangene Feld und setze mir dort kleine weiße Pünktchen. Das mache ich einfach, damit ich noch ein bisschen mehr Muster und Bewegung im Ei habe und die Farbe nicht ganz so, naja, ich sag mal, einheitlich ist. Anschließend wird noch einmal alles gut trocknen lassen und schon kann ich es auf dem Esstisch servieren. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und schick mir doch Fotos auf Instagram oder Facebook oder Twitter und verlinkt mich doch und ich würde mich freuen, wenn ich ein paar beletterte Ostereier von euch sehen würde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!